Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Regio-Chat, eine neue Ausgabe bei TV Mittelrhein und WWTV. Wir schalten mit Zoom-Technologie heute gleich in vier verschiedene Standorte, an vier verschiedene Standorte. Es geht heute um das Thema Krankenhaussituation in Koblenz und ich darf begrüßen die Frau Generalarzt Dr. Almut Nolte, genau gesagt, die Kommandeurin und ärztliche Direktorin des Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz, Melanie Zöller, Geschäftsführerin des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein, Jerome Korn-Fourcade, den kaufmännischen Direktor des katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur und Leo Bieber vom Deutschen Roten Kreuz. Herzlich willkommen in der Sendung. Leo, fangen wir mit dir an. Die Situation, die Rettungsdienstsituation in Koblenz, die wird ja bekannterweise organisiert vom DRK, vom Deutschen Roten Kreuz. Du bist der Präsident, wir kennen uns lange, deswegen duzen wir uns. Wie funktioniert aktuell die Zusammenarbeit? Bist du damit zufrieden? Gibt es in Corona-Zeiten besondere Probleme? Und wie kann man sich als Bürger, als möglicher Betroffener oder Betroffene fühlen in Koblenz in Händen des Rettungsdienstes? Ja, das Rote Kreuz ist in Koblenz breit aufgestellt. Ein wichtiger Bereich ist bei uns der Rettungsdienst. Wir haben im Stadtgebiet Koblenz rund 20.000 Einsätze pro Jahr. Das heißt, vom DRK werden rund alle Bürger alle 5 Jahre statistisch gefahren. Und ergänzt wird der Rettungsdienst, den wir machen, durch die Kollegen bei der Bundeswehr, die uns unterstützen, die auch unterwegs sind im Rettungsdienst mit Notarzteinsatzfahrzeug, mit Rettungswagen. Wir werden unterstützt von den Johannitern, wir werden unterstützt von den Maltesern, die auch hier in der Region unterwegs sind. Wir betreiben zusammen mit dem Gemeinschaftsklinikum den Notarzt in Koblenz, den Notarztdienst, der wiederum unterstützt wird auch durch den Rettungshubschrauber des ADAC. Also Koblenz ist im Bereich der Absicherung des Transportes von erkrankten Menschen in der Region sehr gut versorgt. Das freuen wir uns zu hören. Frau Zöller, Sie sind Geschäftsführerin des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein. Ich sagte es zu Beginn, Koblenz, in Koblenz der Kemperhof, das Evangelische Stift, St. Martin, Mayen, Boppard, Nassstetten. Das sind Ihre Stätten, Ihre Betriebsstätten. Können Sie dem was hinzufügen, was der Leo Bieber eben gesagt hat? Normalerweise heißt es ja immer im Gesundheitssystem, fehlt Geld. Sie sind im Umbruch mit dem Gemeinschaftsklinikum, aber auch da hört man, dass sich alles geordnet hat in den letzten Jahren. Können Sie die positive Einschätzung von Herrn Bieber bestätigen? Das kann ich durchaus, weil die Zusammenarbeit, wie gesagt, sowohl mit dem DRK wie auch den anderen genannten Rettungsdiensten wirklich eine sehr, sehr gute ist. Wir sind Maximalversorger, Sie haben es gesagt, bestehend aus 5 Betriebsstätten tatsächlich. 2 große im Raum in der Stadt Koblenz, der Rest drumherum, Mayen-Boppard-Nassstetten. Wir machen im Jahr Da stellen im Jahr die Behandlung von ungefähr 50.000 stationären Patienten sicher, davon deutlich mehr als die Hälfte hier in Koblenz und sind natürlich zwingend darauf angewiesen, dass in dem Moment, wo Transport zum Klinikum zwischen den Betriebsstätten oder auch nach Hause notwendig ist, dass wir da auch einen guten Partner an der Seite haben. Und ich kann Herrn Bieber da absolut bestätigen, die Abstimmung läuft sehr, sehr gut. Das ist ein gutes Miteinander und eben nicht nur mit den Rettungsdiensten, sondern auch erfreulicherweise mit den weiteren Koblenzer Kliniken. Jetzt haben wir in Koblenz ja die Situation, um die uns viele andere Städte beneiden. Wir haben ein Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz und Frau Generalarzt Dr. Almut Nolte, so ist die korrekte Anrede, bevor Sie sich wundern zu Hause und warum ich nicht Ärztin sage, die korrekte Anrede ist Frau Generalarzt Dr. Almut Nolte. Sie ist ja 2018 die Kommandeurin, fast genau vor 2 Jahren hat sie begonnen und ärztliche Direktorin des Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz. Frau Dr. Nolte, ich sagte es schon, wir können froh sein, dass wir Sie und Ihre Crew und Ihr Krankenhaus haben, denn die Menschen in Koblenz, und das wissen viele, aber vielleicht auch nicht alle, können ja zu Ihnen kommen mit Ihren Beschwerden und Anliegen und Krankheiten und auch vor allem Notfällen, wenn wir über den Rettungsdienst sprechen, auch wenn Sie eben nicht bei der Bundeswehr sind. Das ist etwas, was immer schon so war oder hat sich das irgendwann im Laufe der Zeit so ergeben? Das ist schon sehr lange so, aber es war nicht immer so. Also seit 1975 dürfen wir auch zivile Patienten hier behandeln. Inzwischen sind das 80%. Und das tun wir natürlich deshalb, weil Soldaten überwiegend gesund sind und zum Glück in unseren Auslandseinsätzen wenige Evakuierungen sind. Wir sind aber natürlich zuständig für die Versorgung von Soldaten hier. Und eigentlich ist ein Bundeswehrzentralkrankenhaus, und wir sind das größte von 5 Bundeswehrkrankenhäusern, eine Ausbildungsinstitution und eine Institution, die möglichst viel Sanitätspersonal immer auf dem neuesten Stand halten muss, damit wir für alle Eventualitäten medizinische Versorgung anbieten können im politischen Auftrag.
Und dafür müssen wir also kontinuierlich viele Patienten behandeln. Wir tun das sehr gerne. Wir freuen uns, dass die Koblenzer Bürger uns viel Vertrauen schenken. Und das Krankenhaus von innen ist gar nicht so militärisch, wie es vielleicht der ein oder andere vermutet. Das ist genauso, glaube ich, vom Gefühl her bei uns wie bei allen anderen. Und in der Tat, wir sind sehr eng vernetzt mit beiden anderen Kollegen hier aus den Kliniken. Arbeiten wir sehr eng zusammen. Unsere Ärzte kennen sich gut. Wir haben Kooperationen. Und auch im Rettungsdienst ist es eine ganz enge Zusammenarbeit. Und Ihre oberste Dienstherrin hängt neben Ihnen, wie wir alle sehen. Interessant, dass, obwohl das so ist, ja, Frau Kramp-Karrenbauer ist die Bundesverteidigungsministerin. Sie sind eine Frau, Sie beide eben. Trotzdem heißt es noch Generalarzt. Wie kommt das? Warum nicht Generalärztin, Dr. Almuth Nolte? Weil unsere Dienstgrade traditionell männlich sind. Natürlich gibt es in der Presse im Moment eine Diskussion. Aber unsere Ministerin hat ja sehr eindeutig entschieden, dass wir wichtigere Themen haben als das. Und für mich ist es ganz egal. Es kommt ja darauf an, wie wir miteinander umgehen und nicht unbedingt nur, wie wir bezeichnet werden. Viele Frauen wollen gar nicht diese Diskussion, weil wir eigentlich Selbstverständlichkeit wollen und nicht was anderes. Jerome Kornfurkade ist der kaufmännische Direktor des katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur. Sie betreiben das Brüderhaus in Koblenz, den Marienhof und das Brüderhaus, sehen sich aber als ein Krankenhaus quasi mit drei Betriebsstätten. Herr Kornfurkade, wie haben Sie denn in Ihren Krankenhäusern, was können Sie uns berichten, die Corona-Krise der letzten Monate, die Corona-Pandemie erlebt? Haben Sie das Gefühl, Sie haben die Lage im Griff mit Ihren Teams, mit Ihren drei Krankenhäusern? Und was können Sie uns so ein bisschen als Ausblick sagen, müssen wir uns vor dem Herbst und dem Winter sorgen? Ja, Corona hat uns ja als katholisches Krankenhaus nicht ganz alleine in Koblenz getroffen und so kann ich mich den Vorrednern an der Stelle nur anschließen. Wir sind insgesamt im engen Schulterschluss aller Koblenzer Krankenhäuser der Lage Corona seit Ende Februar eigentlich immer ein Stückchen weit voraus gewesen, weil wir uns sehr früh zusammengefunden haben, abgestimmt haben, in Rheinland-Pfalz auch die Ersten waren, die dann zusammen mit dem Katastrophenschutz und auch dem Roten Kreuz eine Fieberambulanz aufgebaut haben am Koblenzer Oberwert und in einem guten Miteinander die erste Phase der Pandemie, glaube ich, ganz gut überstanden haben. Das zeigt sich auch dadurch, dass wir an allen drei Koblenzer Häusern Covid-19-Fälle behandelt haben, auch Beatmungsfälle, schwere Verläufe behandelt haben. Und mittlerweile sind ja die Zahlen der ersten drei Monate auch veröffentlicht und wir in Koblenz eine unterdurchschnittliche Letalität auch hatten, obwohl wir alle Risikogruppen mit dabei hatten. Also nichts, was uns alleine getroffen hat und auch nichts, was andere Krankheiten in dieser Zeit irgendwo ausgebremst hätte. Denn neben Covid-19 haben wir natürlich auch weiterhin im engen Schulterschluss mit den Rettungsdiensten an der Notfallversorgung teilgenommen, Schlaganfälle und Herzinfarkte behandelt und auch in der Onkologie, also schwer an Krebs erkrankte Patientinnen und Patienten, auch weiter behandelt und dort ein Stückchen weit auch normalen Krankenhausalltag weiterleben müssen und uns nicht nur um Corona gekümmert. Frau Zöller, wie ist das mit dem Corona-Thema bei Ihnen? Können Sie uns da auch, sagen wir mal, beruhigen und sagen, Sie haben das mit Ihren Mitarbeiterinnen, mit Ihren Mitarbeitern im Griff oder sehen Sie da auch Probleme auf uns zukommen im Herbst, Winter, wie ja viele Experten voraussagen? Ja, Problem ist vielleicht zu viel gesagt. Wir gehen alle davon aus, dass es tatsächlich noch mal zu einer moderaten Zunahme der Fälle kommen könnte in Richtung Herbst und Winter, wobei wir aktuell schon feststellen, wenn es mehr Fälle sind, sind es tatsächlich oft keine echten Corona-Fälle, aber die Verdachtsfälle insbesondere steigen. Und da zeigt sich das, was wir zu Beginn der Corona-Krise sichergestellt haben, nämlich Organisationskonzepte, uns Gedanken gemacht haben, alle miteinander, wie muss Wegeführung von Patienten im Haus aussehen, wo bündeln wir auch diese Patienten, um kein Risiko zu verursachen für weitere behandlungswürdige Fälle oder eben auch tatsächlich unsere Mitarbeiter. Das greift sehr gut ineinander. Und das stellen wir, glaube ich, alle miteinander fest. In dem Moment, wo tatsächlich nach vielleicht auch einigen Wochen ohne Corona-Fälle wieder einer ins Haus kommt, funktionieren diese Mechanismen, weil es inzwischen sehr, sehr gut trainiert ist. Und so, ich mache noch einmal den Schwenk in Richtung Rettungswesen, haben wir auch an dieser Stelle schon mit allen Beteiligten abgestimmt, wie verhalten wir uns in dem Moment, wo es tatsächlich zu einer massiven Zunahme käme und eines unserer Häuser, zum Beispiel im Worst Case, überrannt werden würde, wovon wir alle nicht ausgehen. Heißt, auch da ist völlig klar festgelegt im Hintergrund, wie erfolgt dann auch die Patientensteuerung durch die jeweiligen Rettungsdienste, damit es eben zu keiner Überlastung der jeweiligen Einrichtungen kommt. Es hat sich gezeigt, wie gesagt, in den Monaten März, April, Mai im Wesentlichen, dass das alles gut funktioniert hat. Und wir gehen daher davon aus, dass das auch nochmal der Fall sein wird.
Frau Dr. Nolte, können Sie das noch ergänzen? Sie haben ja wahrscheinlich von allen Beteiligten die bundesweit meist verzweigtesten Erfahrungen und Fälle und können da vieles beobachten. Wo würden Sie sagen, stehen wir in der Corona-Krise derzeit? Also hier in Koblenz, glaube ich, sind wir wirklich optimal aufgestellt. Der Sanitätsdienst der Bundeswehr ist natürlich auf Szenarien vorbereitet und auch eine Pandemie ist ein Szenar, was wir kennen. Das Bundeswehrzentralkrankenhaus hat jetzt den Vorteil, dass wir natürlich unser Personal kurzfristig sehr verstärken können aus Sanitätsregimentern. Also das heißt, wenn hier in Koblenz wirklich ein größerer Ansturm von Corona-Patienten schwerer Art käme, würden wir unseren Personalpool erhöhen. Wir haben die Möglichkeit, auch Material, Beatmungsgeräte und all das zu erhöhen, bis fast hin zu 100 Beatmungsplätzen, notfalls, wenn das sein muss. Das heißt, wir sind super gewappnet, aber ich kann nur bestätigen, was Frau Zöller und Herr Kornfokade auch sagt. Wir kennen uns inzwischen so gut, wir wissen genau, wie wir auch alle anderen Patienten behandeln. Das ist ja ein Thema, das man nicht vergessen darf in so einer Pandemie. Es gibt auch schwer erkrankte und schwer verletzte Menschen, die ebenfalls medizinische Versorgung brauchen. Und ich glaube, durch die Abstimmung, durch die Schwerpunkte hier der Krankenhäuser, die wir dann einnehmen werden, muss sich niemand Sorgen machen. Das heißt, Sie drei haben auch, oder Sie vier, wahrscheinlich alle Ihre Handynummern gespeichert. Das heißt, wenn irgendwas passiert oder der eine, der andere, die andere Hilfe braucht, dann schaltet man sich auch auf Chefebene zusammen. Kann man sich das so vorstellen? Ja, wir kennen uns natürlich inzwischen so gut, dass wir uns jederzeit Tag und Nacht erreichen könnten, wenn es denn notwendig wäre. Wir haben aber auch alle wir haben ein gemeinsames Lagezentrum hier errichtet, was ständig in Bereitschaft ist, was auch die notwendigen Kontakte und Maßnahmen in Gang setzen könnte. Man muss sich keine Sorgen machen. Sehr gut. Letztes Thema für den Moment. Wir haben vor einigen Tagen den bundesweiten Testalarm erlebt. Und ich weiß nicht, ob Sie genauso erstaunt waren wie ich, dass das so extrem daneben gegangen ist. Der Bundesinnenminister, der ja dafür zuständig ist, hat ja schon gemeldet. Und das ist ja, wenn Herr Seehofer das sagt, muss man immer so ein bisschen sich in Acht nehmen. Er sagt, er kümmert sich jetzt ganz persönlich drum, dass das abgestellt wird. Leo, hast du dich darüber auch so gewundert wie ich, dass das so schief gegangen ist oder war das zu erwarten? Also zu erwarten war es sicherlich in dem Umfang nicht gewesen. Wir sind ja ansonsten im Katastrophenschutz recht gut aufgestellt, auch hier in der Region. Viele Bürgerinnen und Bürger kennen das auch aus der Vergangenheit heraus, wo wir, wenn zum Beispiel Katastrophen waren mit Hochwasser, wo die Region ja immer wieder von betroffen ist, wir zusammen mit der Feuerwehr, mit THW, mit der Bundeswehr, den Bürgerinnen und Bürgern zur Seite gestanden haben. Aber wir haben gesehen, wir haben Dinge, die wir in Ordnung bringen müssen, die wir nachholen müssen. Ich denke, man darf es nicht dramatisieren, sondern man muss jetzt handeln. Und ich bin froh, dass die Bundesregierung jetzt sagt, hier werden jetzt die Akzente gesetzt, die notwendigen Nachrüstungen werden erfolgen. Und ich denke, dann haben wir noch mehr Sicherheit für die Bevölkerung, als wir die heute in Einsatzfällen, in Katastrophenfällen schon haben. Ich fasse zusammen, wir haben heute gehört und gesehen, das hat mich beeindruckt und auch gefreut, dass wir in Koblenz eine Krankenhaussituation haben und wir haben ja die wichtigsten, ich sagte es zu Beginn, Player in dem System ja hier heute versammelt, die offenbar sehr gut funktioniert und die sich vielleicht auch von anderen Regionen oder ganz sicher von anderen Regionen unterscheidet im positiven Sinne. Wir kommen sicher nochmal zusammen in der Runde. Vielen Dank für heute. Das war der Regio-Chat mit Frau Generalarzt Dr. Almut Nolte, der ärztlichen Direktorin des Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz und der Kommandeurin mit Melanie Zöller, die bei der Sana AG, der drittgrößten Klinikgruppe in Deutschland, arbeitet und eben als Geschäftsführerin im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein bei Jérôme Kornfokade, dem kaufmännischen Direktor des katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur und bei Leo Biewer, dem Präsident des Deutschen Roten Kreuzes in Koblenz. Vielen Dank Ihnen und vielen Dank Ihnen zu Hause für Ihr Interesse. Bis bald wieder hier im Regio-Chat bei TV Mittelrhein und WWTV.